Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cyberport Unboxing. Heute haben wir für euch das Huawei MateBook 14. Im Lieferumfang enthalten sind das Notebook selbst, ein Netzteil mit Netzkabel sowie die üblichen Papierbeilagen. Auf den ersten Blick fällt das reflektierende Huawei-Logo auf dem Displaydeckel ins Auge. Ansonsten ist das Design des Notebooks recht minimalistisch, aber schick. Das graue Gehäuse schimmert bei Lichteinfall und wirkt hochwertig. Durch das verbaute Aluminium besitzt das MateBook 14 eine gute Stabilität, wodurch es sich kaum verwinden lässt. Wenn wir unser Testgerät öffnen, sehen wir das durchgehende Scharnier, das uns das Display um etwa 150 Grad öffnen lässt. Mit einem Gewicht von 1,5 Kilogramm und einer Höhe von rund 1,6 Zentimetern ist es noch recht schlank, allerdings etwas schwerer als manch andere 14-Zöller. Trotzdem lässt es sich noch gut transportieren. Das 14 Zoll große IPS Touch Display löst in 2K, also mit 2160 x 1440 Pixeln auf. Die Basiseinheit zeigt das Touchpad, die Tastatur mit einer darin integrierten Webcam samt Mikrofon sowie den Powerbutton mit integriertem Fingerabdruckscanner. Auf der Unterseite sehen wir die Stereo-Lautsprecher rechts und links. Auf der rechten Seite haben wir einen USB-A 3.0 und einen USB-A 2.0 Anschluss. Gegenüberliegend wurden ein USB-C 3.1 Anschluss, die Audiobuchse sowie ein HDMI-Port verbaut. Das war's auch schon wieder mit unserem Unboxing. Detaillierte Infos zum Huawei MateBook 14 gibt's wie immer in unserem Testbericht. Abonniert gerne unseren Kanal, um weitere Videos nicht zu verpassen. Wir freuen uns auf euch!